Hallo meine Freunde und Pumper und herzlich willkommen zu diesem Video. Kurz vorab, alle wirklich talentierten und erfahrenen, keine Ahnung, Metallbauer, generell Leute, die bauen können und jeder, der gerne heimwerkelt, schaltet ab. Ne, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, gibt's neuen Home-Gym-Stuff und zwar DIY. Aus dem letzten Video wisst ihr bereits, dass wir wieder im Hornbach waren und ich war jetzt heute nochmal im Hornbach und ich glaube, ich war jetzt das 10.000. Mal im Hornbach. Immer teilweise wegen einer blöden Schraubenart oder was weiß ich, keine Ahnung. Und zwar bauen wir heute ein Attachment für die Multipresse. Ein Attachment, das es auch zu kaufen gibt, speziell von ATX für speziell ATX Multirecs. Aber ich einfach keine Lust habe, das zu kaufen. Erstens, weil es teuer ist. Wobei, wenn ich jetzt eigentlich summiere, was ich so ausgegeben habe für hier Sachen, die du halt brauchst. Allein schon die Elektroden zum Schweißen und Stahl und dann mal noch ein bisschen mehr Stahl, weil könnte ja sein, dass du eins verhaust so. Und die Schrauben bin ich gar nicht mehr so arg viel billiger. Aber egal, es geht ja um die Sache, denn ich habe einfach Bock, ein bisschen was zu bauen und möchte dieses Projekt auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. So, ist natürlich immer wichtig, dass du Spaß hast an den Dingen, die du tust und hab generell so ein paar Ideen sogar für vereinzelte Geräte und Learning by Doing, ne, ein bisschen Practice sammeln. Dafür wird die Werkstatt des guten Thomas benutzt und hoffentlich nicht abgefackelt. Wir haben hier schon mal die Platte. Ja, ich verrat's. Es wird einfach ein Legpress-Attachment. Also der Plan ist, dass es einfach eine Platte wird, die du individuell an die Multipressenstange dran fixieren kannst und dann halt abmachen kannst, wie du willst. Weil ich die vertikale Beinpresse in der Multipresse echt geil finde. Ja, einfach für ein bisschen besseren Komfort. Und es geht um die Sache. Also, Schritt Nummer 1 wird jetzt hier mal sein, dass wir erstmal hier diese längere Platte mal auf die Länge abcutten, wie wir es wollen. Und dann die Unterstützungs-Vierkant-Stahl-Dinger hier hinten halt dann auf dieselbe Länge bekommen. Alright, ich würde sagen, wir legen los und ich hoffe einfach, dass da ein Video bei rumkommt, weil das ist noch gar nicht so sicher, ob das hier klappt. Also, wenn es online ist und wenn ihr es seht, dann hat es halt irgendwie geklappt oder halt so semi, ne? Ja. Und immer da drauf liegen, nicht dass er jetzt hat. Ja. Das Beste ist eine Schutzbrille. Aber wie Butter, oder? Wie Butter. Stange und unser schönes Teil. Also das hat auf jeden Fall mal geklappt, so wie ich mir es vorgestellt habe. Ist jetzt noch nicht fixiert und nicht festgeschraubt, weil hier noch Löcher reinkommen. Von der Seite 4 Stück, also 1, 2 und auf der anderen Seite 2. Dann dementsprechend Gewinde ranzuschweißen oder reinzuschweißen und dann mit so Drehpins die Stange fixieren zu können für die Beinpresse. Ne? Oh ja, weil das Ding ist halt, wenn man es fixieren kann, dann kann man prinzipiell sich den Startpunkt auch aussuchen. Muss nicht immer von ganz unten starten auf diesen Sicherheitsablagen, sondern kann dann auch quasi, wenn die Stange fixiert ist, diesen ja, Drehmove machen. Ne? Also dass die Haken der Multipresse sich halt lösen. Also anheben, Drehpunkt und dann dementsprechend hier losdrücken. Gut, Abstände passen und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Heute ist Feierabend, wir sehen uns morgen, wenn es weitergeht. Also bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Weiter geht's. Und hier ist der Feuerlöcher. Das ist schon mal gut zu wissen, weil ich glaube, der Thomas ist nicht da. Und ich kann es nicht lassen, es auszuprobieren, heute mal alleine zu schweißen. Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, wo das Ding steht.
als ich hier die Bude abfackel. Ja, let's go. Servus. Ich habe gerade die Löcher gebohrt. Was Mensch, soll ich es probieren zu schweißen? Oder soll ich auf dich warten? Darf ich? Denkst du, ich kriege das hin? Ah jo, glaube ich schon. Probier's mal. Ich probier's. Thomas, okay. Ich probier's. Gut? Probier's. Jo, okay. Ciao. Ciao. Probier mal. Sieht gut aus. Eine schwere Geburt hier und ein paar Löcher sind es geworden, aber es ist fest. Theorie hat schon mal geklappt. Also der Theorie, der Plan, so wie es geplant war, zu bauen, hat schon mal geklappt. Natürlich müssen wir jetzt noch gucken, wenn ich das Ding hier zusammengeschraubt habe, was ich jetzt machen werde, ob der Mechanismus greift, sprich, ob das Ding dann auch tatsächlich die Stange fixiert, sodass man die Pins rausheben kann. Falls nicht, muss es halt auf jeden Fall so sein, dass das nicht nach unten fällt. Bin ich jetzt total bekloppt. So, it's the moment of truth. Alright. Ich bin ein bisschen nervös hier. Okay, also halten tut's. Wenn es jetzt funktioniert, dass ich hier die Stange von den Haken lösen kann mit einem kleinen Fußmove, so, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Es funktioniert! So, wie fühlt sich das an? Smooth! Ja. Und ab. Aha, hat was. Nice! Okay, dann natürlich noch der Härtetest. Ich bin fett. Okay, bitte, bitte, bitte funktioniert. Ja. Okay, also umgreifen klappt, die Aluplatte hält auch. Ja, okay. Oh ja, okay. Nice! Cool. Freut mich, weil Projekt Selfmade bis jetzt geklappt hat, aber war nur gestern Haxen dran. Und deswegen können wir es natürlich final erst im nächsten Haxentraining austesten. Was auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist. Dadurch, dass die Multipresse ja relativ kurz ist, ne? Also ich habe es ja in meinem Review gesagt, die 620er neigt dazu, dadurch, dass die halt eine relativ geringe Tiefe hat. Wenn du dich bei Kniebeugen in der Multipresse nach hinten lehnst oder wenn du jetzt hier zum Beispiel auch mit der Beinpresse halt der Schub in Richtung da nach hinten größer wird, dass halt anfängt zu kippen. Deswegen werden wir sie verankern und zwar nicht wie eigentlich geplant im Boden, sondern hier oben an die Wand machen. Und dann kippt das auch nicht mehr und dann kannst du auch da richtig losballern. Wir haben jetzt Dienstag, also ungefähr am Freitag. Bis dann. Ja Leute, es ist noch nicht Freitag. Es wird auch noch nicht Beine trainiert heute. Wir haben nämlich ein Problem gehabt. Und zwar beim Begutachten des guten, selbstgebauten Teils ist ein Unglück passiert. Man sagt, Scherben bringen Glück. Gebrochene Spiegel bringen, glaube ich, Unglück. Ja. Beim Rütteln und Schütteln und Begutachten ist das gute Teil leider runtergefallen und hat mir voll den Spiegel zersenzt. Das hat aber jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass es jetzt endlich richtig fertig ist und auch stabil, denn jetzt
rüttelt hier gar nichts mehr. Und zwar, dadurch, dass hier nur ein relativ dünnes Blech ist, das macht zwar beim Drücken nichts, verbiegt sich tatsächlich nicht, aber dadurch hat dieser Festziehmechanismus ja nicht so gut geklappt. Wenn du versuchst, das festzuziehen, haben sie einfach die Stahlriemen hier ein bisschen auseinandergebogen. Deswegen habe ich die jetzt mal mit einer kleinen Holzplatte hier ein bisschen höher gesetzt, hier in der Mitte. Daher drücken die quasi nicht mehr hier dran, sondern leicht oben drüber. Weshalb sie jetzt fixiert ist. Ne? Ich weiß, ich habe es im letzten Video schon gesagt, aber im nächsten Video geht es um meinen Trainingsplan. Und wir sehen uns morgen, beziehungsweise für euch gleich, zum Haxentraining. Let's go! Flow so sick, it's hazardous. Y'all still suck like Dracula. Zip this beat, let's back it up. And I don't care about critics, cause they talk too much. And I know that I gotta keep on grinding, finding myself. I ain't gon' stop until I know I had enough. Mama, I made it, I know that they see me. I'm popping these bottles just like I'm a genie. I'm glad that you made me. It's all in my DNA. I'm by my teeth like I'm working for Frito-Lay. And bet a bag on myself. I don't do it for my health. Every threat is a champion. Got the title, need a belt. So, meine Freunde, das war's mit diesem kleinen, aber feinen Video. Also das Training hat gut funktioniert. Ich würde sagen, dass ich generell heute ein bisschen lockerer gemacht habe, weil ich noch Muskelkater hatte. Die Beinpresse hier, sie funktioniert. Soll natürlich auf gar keinen Fall irgendwie eine Aufbauanleitung oder so sein. Ich denke, so ein Ding kann man sich auch einfach kaufen. Oder halt dementsprechend eine Beinpresse, was ich einfach auch gerne noch hier im Home Gym sowieso hätte, aber so ist das jetzt für mich eine relativ gute Übergangslösung. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann natürlich immer nicht gut schweißen, überhaupt nicht, aber es funktioniert mal so, dass es hält. Denn ihr seht vielleicht auch hier die Halterung für die Multipresse, die quasi hier hinten verschweißt ist, hält auf jeden Fall. Ich habe ein größeres Projekt vor, was aber wesentlich mehr Talent verlangen würde. Also wenn du das nicht verpassen willst und vielleicht auch sehen willst, wie ich meine Fähigkeiten entwickle, was Fähigkeiten mit dem Schweißgerät und ich sag mal, handwerklichen Fähigkeiten, die sehr limitiert sind, angeht, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und bleib dran. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, genau. Und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, nichts verpassen willst über Natural Bodybuilding, Wettkämpfe, Training, Ernährung, Home Gym Stuff und seit neuestem auch DIY-Action, wenn man das so nennen kann. Das sagen wir mal, Handwerkeln ohne Talent. Weder Talent noch Erfahrung. Ne? Ja. Und ansonsten stabil bleiben und nicht abfacken lassen hier, wenn wieder Lockdown, ähnliche Zustände kommen. Wir hoffen es natürlich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wann könnte mein Outro passender sein als jetzt? Bleib stabil, bleib gesund und